Ich bin Felix. Ich bin Michael. Wir sind Delirium. Und wir sitzen heute auf dem grünen Sofa bei MLP und erzählen euch heute über uns und unser Startup. Ihr vertreibt mit eurem Startup Delirium Gin, haben wir hier stehen. Genau. Wie kommt man denn auf die Idee, Gin zu vertreiben? In dem Fall bei uns war das eine Schnapsidee, kann man so sagen. Wir haben einen schönen Abend gehabt, der Felix und ich, und haben gegessen und getrunken. Erst Wein, danach auch Gin Tonic. Und nach einem Glas zu viel eventuell kam es dann dazu, dass wir mal hingegangen sind, haben gesagt, okay, wir kaufen uns eine Anlage zum Brennen. Okay. Eine Brennanlage und haben dann ein bisschen rumexperimentiert. Man kann sich das so vorstellen, wir waren auch zwei absolute Novizen, haben uns dann erstmal ein bisschen in die Thematik eingelesen, hatten dann diese Anlage, die ungefähr so groß ist und in der man bei 4 Stunden ungefähr so viel Gin rausbekommt. Okay. Es war einfach wirklich nur 3-4 Nachmittagsprojekte, wo wir einfach echt experimentiert haben, wo wir uns überlegt haben, was könnte denn gut zueinander passen. Und so ist die Idee dann entstanden, beziehungsweise auch gewachsen. Jetzt habt ihr vorhin erzählt, dass ihr beide noch einen Hauptberuf habt quasi. Wie lässt sich das alles vereinbaren mit einem Startup? Bei mir ist ja so, ich bin hauptberuflich Key Account Manager und ich kann ein bisschen flexibel meine Tage einteilen. Also klar, ich habe viel lange Tage dadurch natürlich auch, aber man kann auch mal einen Morgen, sage ich mal, oder einen Nachmittag für Delirium aufbringen, wenn andere Tage länger sind. Okay. Zudem, Telefonate kann man auch ständig führen und wir arbeiten halt auch rund um die Uhr, kann man fast schon festhalten, dass wir auch am Wochenende viel Einsatz bringen. Was würdet ihr den Leuten empfehlen, die jetzt auf die Idee kommen, okay, ich habe Lust, morgen ein Startup zu gründen? Kann jeder ein Startup gründen oder wie läuft das mit dem Startkapital? Könnt ihr dazu was sagen? Also das Kapital ist abhängig von der Idee, was für ein Produkt es ist, je nach Branche, das ist logisch. Bei uns war das so, wir haben einen kleinen 5-stelligen Betrag investiert, um das Produkt quasi so, wie wir es haben, zu produzieren und zu erstellen und würden jedem empfehlen, von Anfang an Verträge aufzusetzen mit den Leuten, mit denen man quasi interagiert und agiert, damit quasi da in der Hinsicht man abgesichert ist und nicht, so wie wir auch Lehrgeld bezahlen mussten. Okay, also schlechte Erfahrungen auch schon gemacht? Definitiv kann man das auch festhalten und okay. Das sollte nicht jeder machen, deswegen sagen wir als Tipp, Verträge festsetzen vorab wäre super für jeden. Gibt es irgendwelche No-Gos, die ihr erwähnen könnt, die man vielleicht gar nicht machen sollte, schon vorab? Außer an Verträgen? No-Gos gibt es, glaube ich, keine. Man muss sich einfach auch selbst irgendwo versuchen, genau. Ideen einzubringen. Und auch wenn man was fehlschlägt, das gehört, glaube ich, gerade zu einem Startup dazu, dass man Fehler relativ einfach noch korrigieren kann. Okay. Ständiger Lernen. Ausprobieren, ständiger Lernprozess. Ja. Es ist kein Stillstand da. Selbst wenn eine Idee mal fehlschlägt oder scheitert, ist das auch gar kein Problem, sondern man lernt daraus. Muss die richtigen Schlüsse ziehen. Genau. Es ist ein ständiges Selbstreflektieren über die Entscheidungen, die man trifft. War es wirklich die richtige Entscheidung? Hätte ich was anders machen können? Und das bringt dich dann auch letzten Endes weiter. Okay. Und nochmal zu eurem Gin. Wo vertreibt ihr den Gin? Welche Vertriebswege habt ihr? Also wir haben angefangen mit wirklich Kaltakquise. Also wir gehen auf die Läden zu, sind zugegangen. Okay. Auf verschiedene in der Region vor allen Dingen, weil wir uns regional bewegen. Mit ein paar Ausreißern Richtung Hamburg, Berlin, Fürth. Die auf uns zugekommen sind und uns natürlich vertreiben wollten, in den Regionen auch. Wie sind die auf euch aufmerksam geworden? Kurz? Über Social Media und Events, auf denen wir viel teilgenommen haben okay. und auch viel Social Media Arbeit reingesteckt haben. Wie teuer ist denn jetzt so eine Flasche Gin von euch? Die Flasche kostet bei uns über einen Online-Shop 33 Euro. Okay. Sind damit im oberen Mittelfeld, was die Gin-Preise anbelangt. Mhm. Wir rechtfertigen den Preis einfach dahingehend, dass es ein Handprodukt ist. Wir tun selbst füllen, tun selbst verkorken, selbst versiegeln, selbst etikettieren. Wir haben hier hinten auch immer eine Batchnummer, die schreiben wir auch immer selbst drauf. Also es ist einfach wirklich ein Produkt, wo viel Detailarbeit dahinter steckt und die Liebe und halt wie gesagt alles selbst gemacht wird. Das ist kein 0815 Massenprodukt. So, ihr zwei, ich habe hier jeweils 2 Gläser für euch. In dem einen Glas ist euer Gin, Delirium, drin und in dem anderen ein anderer Gin. Jetzt würde ich euch bitten, einfach die Gläser mal beide in die Hand zu nehmen und mal zu probieren. Mhm. Und auf 3 haltet ihr dann bitte das Glas hoch, wo ihr meint, dass Delirium drin ist. Probiert doch mal. Genri. Okay, dann auf 3 bitte das Glas hochhalten, wo Delirium drin ist. 1, 2, 3. Sehr gut. Richtig. Ja, woran habt ihr das jetzt festgemacht? Wo liegt der Unterschied? Also unser Gin basiert auf einer Traubendestillatbasis. Das Aha. macht ihn sehr eindeutig in der Nase, aber auch im Geschmack im Mund. Weil dieses Traubige kommt natürlich mit durch und er ist sehr fruchtig, sehr floral.
Wohingegen der andere Gin, der ist im Glas, ist ein bisschen mäßig kräutriger, hat so ein typischer Schwarzwald-Gin. Wird es wohl sein, vermutlich. Okay, also mal. Am Geruch? So Fichtennadeln. Geruch und aber, dann auch Geschmack. Aber geht beides. Gibt auch ganz viele Gins, die dann so extrem bissig und stechend sind in der Nase vom Alkoholgehalt her. Okay. Wie es zum Beispiel so ein, sagen wir mal, einen günstigeren Gin. Okay, sagen wir mal so. Schön ausgedrückt. Also die Idee war bei uns halt einfach, dadurch, dass wir aus der Pfalz kommen, zu sagen, wir wollen uns und unsere Region repräsentieren und wir haben mit unserer Flasche eine kleine Hommage an unser Pfälzer Doppelglas. Wir haben bei der Farbtonalität darauf geachtet, dass wir die Region ein bisschen repräsentieren und dementsprechend war es uns auch wichtig, dadurch, dass wir zwei Pfälzer Jungs sind, die das machen, natürlich auch ein bisschen Pfalz in die Flasche zu bringen. Mhm. Und da haben wir halt einfach typische Aromen genommen, die unserer Meinung nach die Pfalz repräsentieren. Das sind gerade in der Nase, sind es diese traubengrüne Apfelbasis, wo so ein bisschen was Fruchtiges rauskommt. Wir haben ein bisschen was Öliges vom Geschmack her beim Gin. Wo ein bisschen auf die Mandelblüten repräsentieren soll, um dann immer noch dieses klassische Gin-Grundgerüst mit Wacholderbeere, ein bisschen schwarzer Pfeffer ist dabei. Das war sehr interessant, ihr zwei. Dann noch eine Abschlussfrage. Habt ihr denn ein bestimmtes Ziel, was ihr mit Delirium verfolgt? Wo geht's hin? Also das Ziel ist ja, dass die Marke Delirium dafür steht in der Region für Genussprodukte. Wir wollen noch mehrere Produkte auf den Markt bringen und die Marke bekannt machen. Wir haben jetzt, da es ja quasi nicht unser Hauptberuf sein soll, sondern eher quasi eine Hommage und auch was für die Region sein soll, Mehrwert bringen soll, wollen wir einfach die Marke bekannt machen und halt mehr Flaschenverkäufe generieren an sich und auch was im Team zurückgeben. Wir machen auch ganz viele Teamausflüge und so weiter für das Team selbst und Sommerfeste und Weihnachtsfeiern. Also wir wollen einfach das Team stärken, wo wir haben, und dem Team quasi auch was zurückgeben, was es uns gibt, quasi als deren. Also Verdienst. Seht ihr euer Startup mehr als ein Hobby oder wie genau? Definitiv, definitiv als Hobby. Dadurch, dass wir einfach auch alle zeitlich sehr eingespannt sind in unseren Hauptberufen, ist es gar nicht möglich, diesen Workload rein zu investieren, zu sagen, okay, ich mache jetzt wirklich 40 Stunden die Woche dafür was. Mhm. Dementsprechend dauern gewisse Dinge einfach auch ein bisschen länger bei uns. Das ist aber auch nicht schlimm, das muss man auch lernen zu akzeptieren, dass halt die Homepage nicht nach 3 Monaten da war, sondern erst nach einem Dreivierteljahr. Das ist aber auch legitim. Dafür wissen wir auch, dass wir alles selbst machen und das nach unseren Wünschen gestalten können. Okay. Genau. Ja, danke ihr zwei, war echt immer danke schön ebenfalls. Mit euch. Danke auch. Dann viel Erfolg noch. Vielen Dank.